Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Ich habe zwar gesagt, ich gehe jetzt dorthin, wo der Aufgang ist, aber ihm ist was aufgefallen. Schaut mal hier. Wir hatten das doch schon mal mit einem Pentagramm und einer Kerze da drin, oder? Passt mal auf. Ja, moin. Einfach mal einen Geheimraum gefunden. Und irgendwo, aus irgendeinem Grund läuft da oben auch noch ein Vieh rum. Und hier sind noch ein paar mehr Viecher. Die können wir jetzt noch schnell platt machen, oder? Kann jetzt nicht mehr allzu viel sein. Ja, guck mal, hier ist nur noch so ein kleiner Raum im Grunde. Wahrscheinlich noch ein kleines Licht drin oder sowas. Oder ein paar kleine Skeletten. Nur, das ist natürlich noch geiler, weil Skelette kriege ich ganz schnell tot. Da müssen wir uns keinen Stress beimachen. Das ist immer sehr gut. Der Blitz hat schon einen Vorteil. Er kann echt nur abgefeuert werden, wenn er auf was zielt. Also wenn es etwas gibt, das er treffen könnte. Und das ist saugut. Damit trifft er A immer und B, naja, man kann halt nicht einfach irgendwo eine Prärie feuern versehentlich. Sondern man muss was treffen. Na toll. Willkommen in der Höhle der Illusion. Haha. Seltsames Schwert. Drei müssen zusammenkommen, ehe zwei geopfert werden. So wirst du eins behalten und die heilige Macht gewinnen. Dieses uralte Schwert scheint von einer seltsamen magischen Aura umgeben, die verhindert, dass es jemand benutzt. Die Inschrift lautet: Drei müssen zusammenkommen, ehe zwei geopfert werden. So wirst du eins behalten und die heilige Macht gewinnen. Oh, damn! Erstens bin ich jetzt überladen und zweitens, ich will das haben. Die heilige Waffe finden. Oh mein Gott! Es gibt offenbar drei magische Artefakte auf der Welt. Wer sie alle drei finden kann, erfindet, kann eine mächtige magische Waffe gewinnen, indem er zwei davon opfert. Oh, wie gemein. Jetzt muss ich das mitnehmen, ne, Leute. Das geht nicht. Ja, das geht wirklich nicht, denn das ist irgendwie... Oh Gott, viel zu viel. Es sind 70, die ich loswerden muss. Ich werde dieses Schwert mitnehmen. Habe ich noch so eins gefunden? Es muss ja eine Waffe sein. Ha, nicht, dass ich wüsste. Komisch. Das werde ich mir aber mal nachlesen, Leute, nach diesem Part. Oder mal gucken, wann, aber das werde ich versuchen, mir mal anzulesen und mal zu gucken, was das genau ist. Ja, jetzt muss ich nur damit irgendwie klarkommen. Das hat Gewicht von 150. Verdammt nochmal. Ich habe nichts sonst, was so viel Gewicht hat, außer hier sowas. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, der hatte sogar weit mehr Gewicht. Der hat wahrscheinlich 250. Na gut. Ja, Leute, gibt's hier noch so ein Ding? Ich glaube es nicht, ja. Hier war der Raum des Wahnsinns, hier der Raum der Illusionen. Oh, aber das will ich haben, diese magische Waffe. Ich weiß nicht, ob ich die schon jemals hatte. Ich glaube es nämlich nicht. Komisch. Zwei muss man opfern, okay. Naja, um wahrscheinlich die eine Waffe zu halten. Das sind drei verschiedene Waffen, wahrscheinlich ein Bogen, ein Schwert, also ein Langschwert und ein Kurzschwert oder irgendwie sowas, schätze ich mal, oder keine Ahnung. Und man muss dann eines davon opfern und dann bekommt man eine schöne Waffe. Fände ich cool, aber ja. Gucken wir uns jetzt mal an, wie die Quest endlich weitergeht. Wow, ganz schön viel Erfahrung. Bitte sehr, ich hatte schon daran gezweifelt, daran zu zweifeln begonnen, dieses verdammte Verlies jemals wieder zu verlassen. Miau. Ohne eure Hilfe hätte ich es niemals geschafft, kleiner Freund. Schon bald hätten sich meine zu Staub zerfallenen Knochen mit dem Boden dieses Kerkers vermengt. Briau! Ich habe bloß meine Pflicht getan. Jetzt aber muss ich euch um einen Gefallen bitten. Euer Wunsch ist mir Befehl, mein pelziger Meister. Miau! Hört auf mit diesem sarkastischen Theater. Zandalor hat sich zur Burg Eisenfaust begeben und ist seitdem verschollen. Ich wünsche, dass ihr dort nach ihm sucht. Und wie sollen wir Zandalor retten, wenn wir gar nicht wissen, wo er überhaupt ist? Und wie soll ich in Burg Eisenfaust hineingelangen? Ich habe das unangenehme Gefühl, dort nicht mehr allzu willkommen zu sein, nachdem ich Janus hinausgeworfen hat. Leck, Ich erinnere mich, dass mir Zandalor vor langer Zeit einmal von alten Krypten unterhalb von Burg Eisenfaust erzählt hat, in denen alte Artefakte gelagert werden. Dorthin ist er möglicherweise gegangen und dort wird er höchstwahrscheinlich auch gefangen gehalten. Das sieht Zandalor ziemlich, nämlich gar nicht ähnlich, so lange wegzubleiben. Wie um alles in der Welt sollen wir in diese Krypta gelangen, falls sie überhaupt existieren? Oder Krypten. Oh, sie existieren schon. Ich habe allerdings keine Kenntnis über den geheimen Eingang in die Burg Eisenfaust. Unterhalb von Flussheim existieren allerdings Kanäle. Ich denke mal, wenn Wasser aus der Burg abfließen kann, können auch Leute in die Burg hineingelangen. Ich habe auch gehört, dass die Kanalisation von Ungeziefer und aggressiven Echsenmenschen bevölkert ist.
Ich könnte dafür immer herumirren. Wenn Sandalore wirklich in Gefahr ist, haben wir keine Zeit zu verlieren. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Gerüchte besagen, dass die Diebesgilde überall hineingelangt, sogar in die Burg. Ah, so bin ich zur Diebesgilde damals gelangt. Wunderbar, und wie sollen wir von hier aus weiter vorgehen? Reicht mir eure Karte und ich trage euch einen Eingang zur Kanalisation ein. Um den geheimen Zugang zu den Krypten unterhalb Burg Eisenfaust zu finden, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sucht danach auf eigene Faust, oder ihr versucht Kontakt mit der Diebesgilde von Verdistis aufzunehmen. Ihre Mitglieder kennen jeden Winkel der Stadt, mitsamt allen Abkürzungen. Üblicherweise ist einer ihrer Leute im Gasthaus zum Edelmann anzutreffen. Nun gut, ich werde es versuchen. Yay, wir müssen Sandalore retten. Oh nein, die olle Troller wieder. Nein, diese verdammte Katze, ich werde ihr Herz herausreißen und kochen. Und was euch betrifft, Gezeichnete, ihr werdet diesen Ort niemals wieder verlassen. Erhebt euch aus euren Gräbern und lasst sie nicht entkommen. Schon wieder Untote. Herausfinden, was mit Sandalore geschehen ist, genau. Also mit der heiligen Waffe werde ich nachschlagen, Leute. Kann ich den Grabstein nicht angucken? Oh Mann. Ja, ich bin jetzt so eine mächtige Magierin geworden. Oder beziehungsweise Gary Lind ist das geworden. Ich bin ja kein Mädchen. Nein. Da habe ich eine viel zu mürrische Stimme. Oh, unsere Feuerbälle sind jetzt so gut. Sind einfach schon grauenvoll effektiv und effizient. Ja, 166 Schaden, Leute. Wie geil. Oh, als ob mich ein paar Untote aufhalten könnten, ey. Da waren die Viecher da drin, aber schlimmer. Weit schlimmer. Ach, apropos, Leute, das wollte ich nämlich noch zeigen. Im letzten Part haben wir dieses Vieh besiegt. Und es hat sich herausgestellt, dass das einfach Jonas Haustier ist. Oder Elonas. Oder Jonas. Ionas? Keine Ahnung. Auf alle Fälle von der Trolle das Haustier. Stufe 39, 358 bis 577 Trefferpunkte. Rüstung 321. Richtig, richtig massiv. 16 Sicht, 18 Wahrnehmung. Ja. Also das Vieh war immens stark. Wir haben damit auch mehr durch Glück gewonnen als durch sonst was, aber. Also dagegen. Aber naja, ist mir eigentlich wurscht. Wo sind wir eigentlich auf der Karte? Ach, guck mal. Ach, guck mal, ist ja noch ein Friedhof. Nett. Dann können wir uns hier erstmal umsehen. Mit dunklen Zombies und so ein Scheiß. Oh, der hält aber ganz schön was aus. Damn, schaut euch das an. Boah, der war richtig übel. Ich meine, ich mache weit mehr Schaden bei ihm als er bei mir. Ach, die wollte ich nicht. Ich wollte das. Ich brauche keine Holzfäller-Axt. Dankeschön. Ich hätte jetzt nur gerne meine. Die Energie ist aufgebraucht. Aua. Ich hätte jetzt nur sehr, sehr gerne einfach mal meine Dings wieder. Meine Pyramiden. Wirklich. Oh, die sind so kacke, diese Viecher. Das ist das Blöde am Feuerball. Man kann so oft daneben treffen. Das Gift nervt. Das war nämlich auch, meine ich, das Nervige an dem neuen Gebiet nach dem Kapitel. Nach dem Kapitelumbruch. Weil man dauernd vergiftet wurde und das war so nervig, so nervenaufreibend. Ich hoffe mal, das Gift keinen Effekt hat, wenn man genug Resistenzen hat. Das hoffe ich inständig, ehrlich gesagt. Okay, da sind sicher wieder Rauchbomben drin oder so ein Quatsch. Oder? Ja. Wenn da sechs Sachen drin sind, sind es meistens Rauchbomben. Aber ich merke echt, dass unsere Rüstung nicht gut ist. Ich meine, hey, dafür sehen wir super aus, aber. Okay. Ja, komm, lock mal ein paar mehr an.
Ich will einfach nur diesen Friedhof aufdecken, Leute. Ich will gar nicht gegen die kämpfen, aber es ist halt gute Erfahrung, die wir dadurch gewinnen können. Oh nein, noch so ein Typ, ne? Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Ach ja, Geschnetzel, wie habe ich's vermisst. Ja, eigentlich gar nicht, aber ich glaube, wir können das mit Janus eh noch nicht machen, beziehungsweise mit Zandalor. Ich glaube, dazu muss noch ein bisschen was geschehen. Also, beziehungsweise müssen wir erst die Diebesguild finden. Muss ich jetzt in die Krypta? Ach, hier sind auch noch Gespenster, ne? Nicht, dass ihr irgendwas können würdet. Ihr Naps. Wir sind Waffenschränke, Leute, da muss ich reingucken. Nee, also ich werde mich jetzt nicht nur durch die Krypta hier kämpfen, ganz ehrlich. Da habe ich jetzt absolut keinen Bock drauf. Ich würde doch sowas komplett rauslassen aus dem Let's Play. Also auch nicht offscreen machen oder sowas. Weil das ist mir jetzt echt ein bisschen viel, mal ganz ehrlich. Aber hier ist noch eine schöne Sache. Also schöne Sachen sind hier noch drin. Oder geht's hier nicht weit? Wenn es hier nicht weit geht, ist ja okay. Oh, ein Schreckgespenst. Mal gucken, ob es mich tötet. Es kommt schon ein bisschen dran, ne? Aber es schafft's nicht. Kettenbeinschienen, was haben wir hier Schönes? Geld. Geld ist immer gut. Geld ist auch etwas, wo man nie genug haben kann. Ist genauso wie bei EU4 Manpower, ne? Können nie genug Männer haben, die man verheizen kann im Krieg. Ach, ist wie eine Realität. Na, ja, leider. Leider wirklich. Ein Hebel. Ich frage mich, ob ich ihn ziehen soll. Ja, jetzt habe ich doch hier mich durchgekämpft. Ich meine, sieht ja sehr klein aus. Was hat das wohl bewirkt? I have no freaking idea. Ha. Huh. Hier ist überall kein Durchgang. Also weiß ich echt nicht, was es bewirkt hat. Komisch, hier sind noch mehr Waffen drin. Oh, hier könnte man so plündern und dann alles verkaufen, ne? Ich habe keine Ahnung, was... Warte mal, es muss doch irgendwas bewirkt haben. Oder? Aber hier ist nichts aufgegangen und nichts. Sieht doch nichts irgendwie wirklich verdächtig aus. Auch so die Gräber da, aber die sind ja alle leer. Natürlich kommt da wieder einer an, der meint, hier stunk machen zu müssen. Das ist eins Blöde jetzt. Es gibt keine Dings mehr, keine Auffrische. Ich muss jetzt mit dem auskommen, was ich habe. Und das ist nicht viel. Komischerweise, obwohl ich so viel Dings habe. Vielleicht habe ich jetzt aber auch die Kathedrale hier aufgeschlossen. Da will ich nämlich auf jeden Fall jetzt... Oh nein, da ist noch rein. Dreckigen dunklen Zombies. Mit Kettenstiefeln. Kann ich die mitnehmen? Ja. Ich muss unbedingt zu einem Händlein, wer das ist, oder im Handelsviertel. Ich weiß nicht, ob die vorher schon offen waren. Wahrscheinlich nicht. Herzog Ferro... Was? Okay, das müssen wir... Nee, da muss ich auch nochmal richtig speichern. Das müssen wir jetzt angucken. Hallo, Herr Ferrol. Cool. Seid gegrüßt, mächtige Abenteurerin. Äußerst beeindruckend. Es muss eine Herausforderung gewesen sein, hierher zu gelangen. In der Tat, sehr beeindruckend. Ach so, der Ort war wirklich versiegelt. Okay, warum war dieser Ort versiegelt? Ich habe keine Ahnung. Als ich noch Herrscher war, stand dieser Ort stets allen offen, die Gräber der alten Herzöge besuchen wollten. Wer seid ihr denn? Ich bin, oder vielmehr war, Pendrak Ferrol, Herzog von Burg Eisenfaust. Nun bin ich nichts weiter als ein rastloser, geplagter Geist. Ich hoffe schon seit Ewigkeiten darauf, hier in der Kapelle gefunden zu werden. Was hält euch noch im Land der lebenden Geist? Was ist euch widerfahren? Ich war auf der Jagd, als ich plötzlich einen Stich in meinem Bein spürte. Ein paar Sekunden später wurde alles schwarz vor meinen Augen. Das wird wahrscheinlich vergiftet. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist,
dass ich von meinem Pferd fiel und hart auf den Boden aufschlug. Ich glaube, ich bin von einem kleinen, vergifteten Pfeil getroffen worden. Meine Seele wird keinen Frieden finden, solange ich nicht weiß, wer mich tötete. Also glaubt ihr, ihr wurdet ermordet? Möglicherweise könnte ich ja euren Tod untersuchen. Würdet ihr das tun? Würdet ihr mir wirklich zu meiner ewigen Ruhe verhelfen? Oh, ich hoffe, ihr habt Erfolg. Habt ihr irgendwelche Hinweise, wer euch getötet haben könnte? Als Herrscher dieses Herzogtums hatte ich viele Feinde, ja vor allem, wenn du alle Frauen entjungfern wolltest, du Penner. aber niemanden, der fähig gewesen wäre, das hier zu tun. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das getan haben könnte. Okay, ich werde später zurückkehren. Der Mörder des Herzogs, cool. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Interessant, interessant. Ferrol, Herzog Ferrol. So, ich glaube, ich komme nur hier raus. Wir wollen uns nicht weiter mit den Untoten hier. Wir wollen nicht weiter mit denen rumspielen. Irgendwann reicht's ja auch. Also bringen die nichts mehr, die haben ja kaum Erfahrungspunkte. Was zur Hölle? Wer jetzt noch? Heda, Fremde! Habt ihr meinen guten Freund Schrimpo gesehen? Er muss sich irgendwo in der Nähe aufhalten, aber ich vermag ihn nicht zu finden. Nein, leider nicht. Keine Ahnung. Habe ich einen gesehen namens Schrimpo? Ja gut, dann gewiss doch, ich sei in Richtung Marktplatz ziehen. Ihr könnt Apollo nicht täuschen, er muss hier irgendwo in der Nähe sein, ich weiß es. Aber wie könnt ihr euch so sicher sein, dass Schrimpo hier in der Nähe ist? Ja, das letzte Mal wurde er auf dem Friedhof nördlich von hier gesehen, und zwar bei einer Gruppe Grabsteine im äußersten Nordosten, ich verstehe. Ja, dann gehen wir nochmal kurz in den Nordosten, mein Gott, was soll's. Vielleicht finden wir ja diesen Schrimpo, den wir eben nicht finden konnten, weil wir die Quest noch nicht getriggert hatten, weil wir waren ja noch nie hier. Kann ich es mitnehmen? Ja! Schrimpo! Doesn't look like it. Okay, Nordosten hat er gesagt. Das ist Nordosten. Karte ist immer rechts Osten und oben Norden, also. Kein Plan. I don't care. Hol dir deinen Schrimpfreund doch wann anders zu Hilfe. So, wo geht's hier lang? Wahrscheinlich einfach nur um den Garten rum. Wirklich, ihr wollt mich hier noch ankotzen, ihr Viecher. Unglaublich, ihr seid so schwach geworden, das gibt's nicht. Aber wirklich, oder? Man merkt das jetzt richtig. Ich bin jetzt in Stufe 27 geworden. Als ich angefangen habe heute mit der Session, waren wir 23. Das ist immens viel Erfahrung, die wir hier gewonnen haben durch den ganzen Quatsch. Immens viel. War wirklich immens. Wo steckt Schrimpo? Ja, vielleicht können wir ja außen am Friedhof nochmal gerade drum rumgehen. Ist jetzt kein großer Akt mehr. So, hier wird es wahrscheinlich zum Marktplatz gehen. Ich würde nämlich auch gerne dahin. Ach komm, machen wir es mit Schrimpo, was soll's. Paul. Was machst du denn hier, Paul? Wer ist eigentlich Paul? Wird Zeit, dass wir mal ein bisschen reden. Hallo, meine Dame, was kann ich für euch tun? Erstmal will ich gucken, ob du handeln kannst. Aha. Ah, nehme ich gerne mit. Ich brauche sicher irgendwas für dich. Hier ein paar schöne Glitzersteinchen. Wie sieht's aus, alter Mann? Findest du doch super. Ja, kann ich die wieder zurücknehmen. Wer seid ihr denn? Mein Name ist Paul und ich bin der Leichenbestatter von Friedhof nebenan, okay? Ihr seid der Leichenbestatter? Erzählt mir von eurer Arbeit. Oh, es ist eine ziemlich interessante Arbeit, ganz im Gegensatz zu dem, was die Leute so glauben. Die herzogliche Familie bezahlt mich sehr gut dafür, dass ich mich um die Gräber ihrer Familie kümmere. Okay, ich muss gehen. Du wirst also sehr gut bezahlt. Zeig mir, was du in deinem Haus hast. Wenn er gut bezahlt wird, dann muss ich das auch haben, das Geld, ne? Kochrezepte 14. Tipps für die Zubereitung von Haferbrei. Zwergischem Haferbrei wird Salz... Ach, das kennen wir schon. Ja, das kriege ich locker auf. Wir können jetzt per se alle Schlösser öffnen. Außer den unten bei Dings nicht, was ich komisch fand. Holzschrank ist ein Teller. Wow. Verschlossen. Diese Schätze, die du bereithältst. Eine Holzfäller-Axt, die ich nicht haben will. Hier ist auch schon nichts mehr verschlossen. Die Bücherregale gehe ich jetzt mal nicht durch. Wir haben ja
erstmal genug davon gehabt, finde ich. Oder wo? Missgeschicke, Nuscheln und Gedächtnislücken. Ja, das hatten wir auch schon. Da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Gut. Aber der hat ein ganz schönes Herrenhaus hier. Dafür, dass er nur ein dämlicher Totengräber ist. Der scheint echt sehr gut bezahlt zu werden. Als die Bierkasse eines Zwergs. Über Zombies und andere Untote. Die Kunst zu vermeiden, von alten Kunden heimgesucht zu werden. Ein illustriertes Handbuch für den gewitzten Totengräber. Verfasst von Romulus Rothbart. Dieses Werk ist in der Tat ein Muss für den professionellen Totengräber. Allerdings räumt der Autor ein, dass er keine Garantie für das Gelingen seiner Rituale geben kann. Ja, okay. Immerhin haben wir das uns auch noch angeguckt. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal. Ich habe jetzt alle Dietriche verbraucht, oder? Damn it! Ich brauche mehr Dietriche. Wie gut, dass wir zur Diebesgilde gehen. Ich glaube, der können wir sogar beitreten und können dort Dietriche kaufen. Das werde ich dann machen. Oh, Mass. Ich meine, wir haben 60.000 Gold. Für irgendwas muss es ja gut sein. Wenn ich Dietriche kaufen kann, mit denen ich mir noch mehr Gold verschaffen kann, dann ist es sowas gut für dich. So, Schrimp, Schrimp, da ist Schrimp. Für Ehre und Gerechtigkeit. Oh mein Gott, der ist aber gut. Ha, dies ist ein stattlicher Kampf, meine Liebe. Diese Trolle werden nun niemanden mehr belästigen. Ihr habt gut gekämpft. In der Tat, ich habe wie jeder andere gute Mann oder Frau gehandelt. Wohin führt euch eure Reise, wenn ihr die Frage erlaubt? Ich bin auf dem Weg in die Schönstadt Verdistis. Nun denn, seid vorsichtig auf eurem Weg. Verdistis steckt voller Gefahren, das werdet ihr bald sehen. Ich wünsche euch viel Glück und möge die Gunst der Götter euch begleiten. Und das war Sir Markham. Habt Dank für euren wohlmeinenden Worte. Lebt wohl. Sofern ihr die Zeit übrigen könnt, könntet ihr für mich etwas in Erfahrung bringen. Aber natürlich, mein Herr, worum handelt es sich? Es gibt eine Höhle in der Nähe, südöstlich von hier. Einige nennen sie die Höhle der Finsternis. Ja, die Vampirhöhle, gut. Mich dünkt, ich hörte seltsame Geräusche von dort. Ich war auf dem Weg, der Sache nachzugehen, doch unglücklicherweise fesseln die verdammten Trolle bislang meine Aufmerksamkeit. Ja, ich gehe der Sache nach. Yay, noch ein Quest für dieselbe Vampirhöhle. Schätze ich. Vampirhöhle? Straßen... Ja, das wird dieselbe sein. Das da ist Teleporter Ars Magicana. Ah. Der Magier. Oh, das ist aber nett von dir, dass du mir die Flaschen und alles hier lässt. Könntet ihr mich heilen? Steht still, meine verletzte Freundin. Yay, danke schön. Kannst du mir auch Mana geben? Das fände ich noch viel, viel netter von dir. Wollen wir die Vampirhöhle noch schnell machen, Leute? Ja, ich muss erstmal verkaufen. Ach, diese Viecher sind so witzlos, ne? Diese Schlangen. Nachdem ich mich jetzt massig durch diese blöden Liche geballert habe und oh. Ohne Ende da durchgekloppt habe. Ich muss jetzt echt wieder. Ich muss Tränke kaufen in der Stadt. Ja, ich werde definitiv Tränke kaufen. Huh. Was ist hier denn bitte los? Hier wird eine Konstruktion gebaut. Gold, Abfall. Wer schmeißt denn Gold in Abfall? Oder in ein Behältnis mit Abfall? Na gut. Können wir das hier auch noch gerade aufdecken? Ist ja nicht mehr viel. Ja, Leute, ich will am Ende die Karte vollständig haben. Ich will sie euch einmal vollständig zeigen, dass man nicht mehr viel schwarz sieht. Ein bisschen wird man sehen, weil ich es einfach nicht verhindern kann, dass am Rand was übrig bleibt. Das liegt aber einfach an der... an dem Sichtbereich, den ich aufdecken kann. Warum auch immer. Hallo, mein Freund. Nein, ich will mit ihm reden. Habt ihr denn ein besonderes Angebot heute? 3000 hast du, mein Freund. Das ist gut. Du kannst identifizieren. Das ist das Wichtigste. So. Ein Rubinamulett. Verdammt, sind die heftig gut. Was hast du noch? Einsiedler schwere Kettenstiefel. Damn, alles so gut. Ein Saphir-Amulett. Hexe-Saphir-Amulett. Plus 6 zur Intelligenz. What? Aber da ist mir das mit viel mehr Boni natürlich noch lieber, ne? Auch wenn ich Intelligenz gebrauchen kann. Hirschfänger des Feueratems.
Feuerschaden 5. 9 bis 31. Oh, ich glaube, meiner ist besser. Aber wie ihr seht, es lohnt, wenn man identifizieren lässt. Am besten natürlich, wenn man selber kann, aber ich meine, das können nur Krieger. So, Eulen, schwere Kettenhandschuhe, Hirschfänger. Oh, diese Musik ist so entspannend jetzt. Und ich genieße es einfach, den ganzen Quatsch zu verkaufen zu können, den wir jetzt haben. Ich werde aber gleich nochmal offscreen das checken und dann im nächsten Part geht's weiter, nachdem ich verkauft habe. Damit ich checken kann, ob wir Besseres jetzt gefunden haben, was ich anziehen... Oh, der Plattengürtel. Was ich anziehen könnte. Metallschild, plus 3 Stärke. Das wäre es vielleicht sogar wert. Das würde vielleicht sogar das Gewicht negieren, das es selbst hat. Danke dir. Wir lassen jetzt 6.000. Oh, die kriege ich ganz schnell wieder. So, Leute. Ich verabschiede mich für diesen Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Divine Divinity. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.